Die USA und China haben ihr gemeinsames Interesse betont, den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea zu entschärfen. US-Außenminister Kerry beriet darüber in Peking mit Staats- und Parteichef Xi Jinping und anderen Mitgliedern der neuen chinesischen Führung. Konkrete Beschlüsse, wie auf die Drohungen Nordkoreas reagiert werden soll, wurden nicht bekannt. Es sind aber weitere Gespräche geplant. Es ist eine schwierige Reise in einer angespannten Situation. US-Außenminister John Kerry auf Antrittsbesuch in China. Er will die Regierung in Peking davon überzeugen, mehr Druck auf Nordkorea auszuüben. Die Chinesen wiederum appellieren an die USA, den direkten Dialog mit Diktator Kim Jong-un zu suchen. Als Ergebnis unserer Diskussion können wir sagen, dass wir, die USA und China, gemeinsam und mit friedlichen Mitteln an der nuklearen Abrüstung der koreanischen Halbinsel arbeiten werden. China ist Nordkoreas wichtigster Bündnispartner. Deswegen hoffen die USA auf den Einfluss Chinas. Aber bisher sendet Peking nur mahnende Worte in Richtung Pjöngjang. Konkrete Maßnahmen gibt es keine. Dabei hat das Verhältnis der beiden Länder stark gelitten. Die Chinesen sind ungehalten über die Drohgebärden des Diktators, vor allem über den jüngsten Atomtest. Aber Nordkorea scheint nicht mehr zu hören. Seit Januar ungefähr hat China große Schwierigkeiten, an Nordkorea inhaltlich heranzukommen. Das Land hat sich abgeschottet, auch von China, und verhindert so, dass Peking irgendeinen Einfluss geltend machen kann. Das frustriert China. Aber Nordkorea die Unterstützung zu entziehen, scheint keine Option zu sein. Denn das Land ist für Peking wichtig als Pufferstaat zum US-Verbündeten Südkorea. Die USA und China haben angekündigt, die Probleme in Nordkorea gemeinsam lösen zu wollen. Wie das geschehen soll, bleibt unklar. Denn die beiden Großmächte haben sehr unterschiedliche strategische Interessen in der Region. An der Zukunft Nordkoreas könnte sich entscheiden, wer am Ende in Ostasien dominiert.